Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1285. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 1000 Bernstein, nehmen das einmal mit, können dann hier aufs Kreuz gehen, haben hier 4 neue Angebote, 4 neue Events und 4 Neuigkeiten. Und zwar haben wir heute den neuen Spießenlauf, den neuen Spießenlauf haben wir auch hier. Nein, aber wir haben auch eine neue Season und da gucken wir auf jeden Fall gleich rein. Erstmal schauen wir hier, okay, es gibt das nächste Geschenk, dann Sturmpfeil. Und genau, ist wahrscheinlich in der Season als Drache durch den Pass, genau. Dann, okay, noch ein neues Kostüm für ohne Zahn. Da bin ich ja mal gespannt. Können wir hier, okay, ist wieder Buggy. Also, ohne Zahnkostüm, wo bist du, wo bist du, wo bist du, da bist du. Zeig mal her. Okay, das ist schon in der Season, nee, da wollen wir noch nicht rein. Aber ja, wir können hier schon mal mit der Season... Ah, dann gibt es das wahrscheinlich hier durch Pakete oder so. Schnell raus da, wir wollen es noch nicht angucken. Okay, goodie. Dann können wir jetzt erstmal zu Johann gehen. Der Kollege hat für uns hier erstmal heute sogar relativ viel, was sehr schön ist. Haben wir hier jetzt schon mal wieder... Da fehlen noch 10 Stück, also 6600 Runen könnten wir jetzt ausgeben. Machen wir natürlich nicht. Wir sparen die. Wir können jetzt erstmal hier das öffnen, kriegen dabei ein Ei, welches wir jedoch nicht brauchen. Den können wir freilassen. Dann kann der Tagschatten schon wieder los. Mal schauen, ob er den Kollegen mal irgendwann findet oder nicht. Dann haben wir frostige Prachtspringer. Ja, füttern wir jetzt erstmal noch nicht, denn wir haben heute noch auf jeden Fall einige Kollegen, beziehungsweise um genau zu sein, 2 Kollegen, welche wir füttern wollen und da will ich auf jeden Fall gut vorankommen. Das heißt, ich möchte jetzt ungern Fisch für irgendwelche anderen ausgeben und erst recht keine Runen. Also wenn ich das gerade schon wieder gesehen habe, ne, das war schon wieder sehr knapp, wäre ich fast wieder ausgerutscht. Hat man ja oft genug mittlerweile. Ich weiß nicht, ob jemand ungefähr grob im Kopf hat, wie viele Runen ich schon sinnlos rausgehauen habe für sowas. Aber an die 10.000 beläuft sich das mittlerweile wahrscheinlich schon. Was natürlich ein bisschen uncool ist. Aber naja, gut. Wir kriegen hier nochmal ein bisschen Eisen. Let's go. Kriegen auch alle unsere Sammler erstmal soweit wieder los. Jedenfalls von denen, die auch vorher unterwegs waren. Und haben immer noch genug Holz. Das heißt, der Kollege kann eigentlich auch los. Wunderbar. Dann, ja, wie viel kostest du? Ja, okay. Gut, den können wir auch füttern, der kann wieder ins Training, let's go, also ins Titantraining. 18 Minuten braucht er, okay, das hat man gestern noch gekauft, wegen Ende der letzten Season. Und jetzt können wir einmal hier kurz füttern, dreimal, da müssen wir einmal wieder komplett auffüllen. Aber so, insofern wir komplett auffüllen und wirklich haarscharf vor der Grenze sind. Nee, ich glaube, das wird jetzt nicht reichen. Ich glaube, jetzt reicht der Fisch bestimmt nicht, um ihn auch dreimal zu füttern, oder? Nee, genau. Genau, aber einmal noch füttern, dann läuft der Hase und dann ist er auf dem nächsten Level. Kann dann auch gleich schon wieder ins Training. Es lohnt sich heute nicht, den anderen zu beschleunigen, weil, ja, der muss eh nur noch gefüttert werden und so viel Fisch kriegen wir heute eh nicht mehr zusammen. Deswegen brauchen wir das nicht machen. Wir können jetzt erst einmal hier weitergehen, dann einmal bleiben drücken und gratis. Dann haben wir hier wieder die 7 Legendären heute, die können alle wieder los. Einmal der Kollege, dann einmal der brüllende Tod. Let's go. Der Immerflügler ist hier auch noch da. Wunderbar. So, wo chillen denn die anderen? Hier. Wunderbar. Du gehst noch los. Let's go. Und dann haben wir noch einmal den Kollegen hier. Und die anderen beiden dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das sind dann die hier. Einmal der. So, startet es wieder rein. Und zum guter Letzt dann noch der Granatenfeuer. Der kann auch wieder los. Und damit sind alle unsere Legendären wieder da. Wir haben heute noch hier die beiden Statuen. Damit sammeln auf jeden Fall schon mal ein paar Drachen ein bisschen besser. Zum Beispiel der Kollege. Einfach mal 10% mehr. Das wurde ja gleich noch draufgesetzt jetzt. Weil wir noch gewartet hatten, den einzusammeln. So, wie viel Holz kriegt man denn noch? Okay, wir können alles einsammeln. Sehr schön. Beide Lager nahezu voll. Da kriegt man jetzt auf jeden Fall hier vorne noch die Kollegen los. Wunderbar. Dann kann der Kollege noch los. Beziehungsweise das Huhn halt. Und damit haben wir die alle unterwegs. Was war hier noch? Hier haben wir jetzt noch eine Sammlung. Okay, da bin ich mal gespannt, welche Sammlung wir jetzt da noch fertig haben. Weil das hier ist es nicht. Es ist wirklich die Sammlung. Legendäre schon mal nicht. Ja, der Rest ist ja irrelevant dann wahrscheinlich. Haben wir das hier gerade vorhin gekauft?
Keine Ahnung, kann man jetzt nicht mehr nachgucken. Gut, ist aber egal, weil wie schon gesagt, wir gehen jetzt eh gerade nur auf die Legendären und die anderen, die können wir voll laufen lassen, aber das ist nicht so relevant. Wir öffnen jetzt erstmal das Gratis-Paket, öffnen heute auch nur ein Gratis-Paket, weil wir brauchen ja nicht beide, denn wir kriegen ja noch genug Pakete heute zusammen. Deswegen sammeln wir das hier erstmal so ein und kriegen hier nochmal ein bisschen Holz, Fisch und wieder ein paar Runen. Wunderbar. Kreuz weg damit und dann können wir jetzt mal in den Season-Markt gehen. Hier haben wir einmal Versenger drin. Dann haben wir hier noch einmal Sturmschneid. Normal, aber den haben wir ja schon. Goldpaket können wir uns auch kaufen und es gibt aber kein Schätzpaket. Hä, sind die irgendwie verbuggt oder gibt es die jetzt einfach nicht mehr? Das ist komisch. Schätzepaket leider nicht mehr drin. Die waren ja irgendwie letzte Woche dann auch schon raus. Aber ich glaube, letzte Woche hatten wir sogar noch eins geöffnet. Aber okay, das ist halt jetzt ein bisschen blöd. Aber dann ist das so. Dann können wir das halt jetzt nicht ändern. Dann müssen wir das halt jetzt leider erstmal so akzeptieren. Wir können jetzt einmal Sturmfall wieder losschicken für 100 Runen. Dann haben wir hier noch Hakenzahn. Da können wir auch einmal weitergehen. Dann einmal hier und gratis. So, Kotz und Wirk können natürlich auch wieder los. Und hier noch Fleischklops. Und Fleischklops können wir auch einmal weitergehen. Und zwar so, dann bleiben. Und gratis, wunderbar. Sehr schön, dann können wir jetzt einmal hier kurz reingucken. Haben hier unser nächstes Paket und zwar ein Fischpaket. Sehr schön, das gibt richtig viel Fisch ins Postfach. Das ist sehr, sehr gut. Damit haben wir auf jeden Fall erstmal genug, um die Leute wieder zu füttern. Der hier kann zum Beispiel noch gefüttert werden. Einfach fast das ganze Lager leer. Du kannst noch gefüttert werden. Nehmen wir das hier noch mit. Damit kriegen wir dich noch fertig. Dann kannst du auch nochmal ins Training. Und dann passt das erstmal so weit. So, dann ist ja jetzt der Kollege nochmal zurück. Du kannst wieder los. Genau, dich kriegen wir jetzt nicht gefüttert. Du bist jetzt ein bisschen sehr teuer. Und dann haben wir aber hier noch unsere Kollegen. Und zwar einmal den hier. Du kannst natürlich wieder los oder erstmal nicht. Dann können wir hier noch am Titanrad drehen. Mal gucken, du wirst kein Titan. Okay, dann kriegen wir dich aber wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht mehr rein. Oder doch, 12,5 Millionen geht noch. Und hier, wie sieht es bei dir aus? Du wirst auch kein Titan. Das heißt, hier kriegen wir auch nochmal Fisch. Und dann kannst du auch wieder ins Training. Let's go. Oder auch nicht, weil Wackers zu fluchtvoll ist. Okay, dann gehen wir jetzt einmal in den Season Pass. Haben hier, oder? Gehen wir schon rein? Ja, gehen wir. Okay. Wir gehen in den Season Pass, haben hier 8 tägliche Aufgaben fertig, können die einmal einsammeln, haben jetzt leider vorhin schon das Teil gesehen, den Banner, aber das passt schon. Sammeln hier jetzt einmal alles ein und kriegen damit auf jeden Fall schon mal die nächste Belohnung. So, sehr, sehr schön. Kriegen wir heute vielleicht gleich noch eine Aufgabe fertig, besiege 3 Zornige. Das Video angucken. Okay, das können wir dann gleich machen. 8 wöchentliche Videos plus Gegenstände können wir theoretisch auch machen. Erhöhe das Level von Drachen um 15 Level, das sollte auch gehen. 10-mal Fahrt in eine Reise, das schaffen wir auf jeden Fall. Verteidige Bergs steht heute an, das wäre auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und ohne Zahn, ja, sammle Fisch, ja. 3 Verstärker von legendären Drachen, das können wir natürlich gleich mal angehen. Dann verstärken wir jetzt einmal erstmal den Fisch. Dann können wir hier noch ein bisschen Holz verstärken. Und ja, das ist jetzt die Frage. Erstmal können wir das hier nochmal einsammeln. Hier kriegen wir nochmal was. 130 Bernstein. Ja, welcher Legendäre wäre jetzt noch sinnvoll? Du kostest 300 Runen. Ja, ist ein bisschen viel. 200 Runen ist auch ein bisschen viel. Der Kollege hier kostet auch, ich glaube, 250 Runen. 125. Gut, wäre absolut useless. Dann würde ich jetzt erstmal den nehmen. Da haben wir dann morgen noch ein bisschen mehr Eisen. Sind jetzt knapp wieder unter den 10.000. Kommen aber auf jeden Fall heute nochmal drüber, wenn wir den Season Pass kaufen. Oder zumindest schätze ich mal, dass wir heute noch drüber kommen. Da haben wir schon mal eine Season-Aufgabe fertig. Noch eine machen wir heute erstmal nicht. Sammeln wir das einmal ein. Haben dann hier noch die eine wöchentliche Aufgabe jetzt. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt in Verteidigeberg rein. Können uns da auf jeden Fall auch hier nochmal 3 Schlüssel holen. Gut, können wir jetzt noch nicht. Da müssen wir erstmal was weiteres einsammeln. Dann, ja, machen wir erstmal das hier kurz fertig. So, da haben wir die fertig. Wunderbar. Und dann können wir jetzt einmal das hier einsammeln. Hier sollten wir genug Holz bekommen, damit wir gleich noch Verteidigeberg machen können. Und dann soll das passen. Genau, wunderbar. Hüpfen wir einmal in Verteidigeberg rein. Let's go. Und dann einmal starten.
Und hier gehen wir als allererstes mal von unten ran. So. Einmal von hier. Und dann hier können wir 3 Feuerbälle reinwerfen. Kriegen noch nicht ganz alles weg, aber ist nicht so schlimm. Hier nochmal 3. Ah, oh, Mist, das hätten 2 gereicht, aber einer sinnlos. Egal. Passt schon. Haben wir sowieso gewonnen, das ist eh egal. Wunderbar, kriegen jetzt auf jeden Fall noch unsere 3 Schlüssel, können damit noch 3 Glücksräder öffnen. Truhen öffnen, meine Güte. Und kriegen damit auf jeden Fall nochmal 3 kurze kleine Belohnungen. So, dann nehmen wir es einmal mit. 1, 2 und 3. Und haben da unsere Zahnräder. Das heißt, damit kriegen wir auf jeden Fall noch die eine wöchentliche Aufgabe fertig. Let's go. Haben damit gleich noch die nächste Belohnung. Und zwar insgesamt jetzt schon 6 Stück. Dann können wir jetzt noch den schönen Pass aktivieren. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch weiter. Erstmal schauen wir uns an, was es so gibt. Wir haben ein bisschen Season-Währung. Dann sehr viel Season-Währung. Die Standardbelohnungen halt. Kommt irgendwas Besseres? Dekoration, okay. Gut. Aber nicht so extrem viel, sage ich mal. Gut. Alpha Season Checkpaket, da können wir gleich reingucken. Erstmal hier hinten geht es auch wieder normal weiter, ne? Genau. Also, gehen wir einmal in das normale Season Checkpaket rein. Hier hat man einmal die Baby-Springer-Statue mit drin. Sehr schön. Dann das 10 Jahre Jubiläums ohne Zahnkostüm. Das sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus. Das würde ich auch gerne mitnehmen dann. Weil erhöht Chance auf Eiertasche, Runentasche und Gegenstandstasche. Ist natürlich schon crazy. Gleicht sich dann zwar dann eigentlich aus, aber okay. Dann haben wir hier glühenden Schläger. Der sammelt, ja, das hatten wir uns ja schon angeguckt, aber sammelt 13,2 Millionen. Das geht ja so mittelmäßig, also für den Anfang ja, sonst eigentlich nicht mehr. Festival oder Festival Trübflügel, okay. Also eigentlich Festival Trübflügel, das passt. Dann haben wir noch Flugprachtherz, ansonsten sind da noch ein paar seltene. Und viele Dekorationen, wobei man ja einige davon jetzt, wie die hier zum Beispiel, kriegt man ja jetzt auch durch die Belohnungen für 10 Jahre Dragons. Ja, und im Alpha Season Geschenkpaket sind natürlich dann nur glühender Schläger, Festival, Trübflügel und das Jubiläumskostüm von Unzahn drin. Dann gehen wir einmal in den Season Markt. Hier können wir schon mal ein bisschen weiter und da sehen wir erstmal ein Sommer-Stolz-Paket mit Schnuffnuss, Auvantriel, Jagdstapler, Außenseiter, Ascher, Siedewogen und Schnüffler, aber nicht den Schnüffler von Dagur, sondern dem anderen Schnüffler. Und dann haben wir hier einmal Mampfhauser, den man sich kaufen kann für 8800 Season-Währung. Das ist natürlich ein bisschen sehr viel, aber ist halt immer so. Dann haben wir Qualklaue, Frostbrand und Zackenpflaume. Ich schätze mal, hier wird wahrscheinlich auch noch Baby Springer mit drin sein, aber den haben wir ja schon. Dann haben wir noch Süß und Sauer, Eisfluch, auf jeden Fall auch ein sehr cooler Skrill. Und dann noch ohne Zahns Erzfeind, Himmelsstürmer, auch sehr, sehr schöner Drache. Eisflügler, Federhaut, Jubiläums ohne Zahn und zwar 2022 Jubiläum. Also wäre das ja dann 8 Jahre, schätze ich mal. Dann haben wir noch Disting, Festtafel, Drachensand, Wikinger. Gut, das werden wir uns dann gleich mal alles kaufen, damit wir das fertig kriegen. Gehen wir jetzt erstmal hier rein, können hier einmal den Pass aktivieren und damit kriegen wir gleich noch Baby Sturmpfeil. Let's go. So, da haben wir einmal den wunderschönen Alpha, großen Premium Alpha Pass, so heißt er ja. Haben jetzt ein bisschen was im Postfach, da können wir gleich reinschauen. Und dann haben wir hier jetzt auf jeden Fall noch ein ganz paar Belohnungen fertig. Haben wir nochmal 1250 Punkte bekommen, ich glaube. Oder wir waren noch bis zu 500 schon gekommen, ne? Bis hierhin waren wir, ich glaube. Ja, können wir einmal alles einsammeln, kriegen damit heute schon... Komm. 5500 Season-Währung, einpolierten Bernstein, 100 Odinsmünzen, 390 Runen und 1800 Eisen. Wunderbar, nehmen wir das einmal mit. Haben damit auf jeden Fall auch wieder die 10.000 Runen geknackt. Haben jetzt noch ein bisschen was im Postfach, haben auch hier noch 2 Season-Sammlungen, Teile fertig. Da können wir dann gleich reinschauen. Jetzt können wir, bevor wir in unser Postfach schauen, erst einmal kurz das hier mitnehmen. So, wo kriege ich denn das hin? Ich müsste doch hier unten, hier die Inseln, da ist ja viel Platz. Da kann ich das nämlich einmal hier hinkleistern kurz. Das kann ich nämlich dann gleich alles wieder abreißen, nur damit ich, ja, die Season-Sammlungen fertig kriege. Weil das ist natürlich immer schön, wenn das vorangeht. Deswegen, und ich will eigentlich nicht so viel Season-Währung ausgeben für den Shit, deswegen wollen wir den auch wieder verkaufen, weil da kriegt man ja Season-Währung zurück. Manche Teile davon kann man sogar so noch bekommen, aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir damit ja heute auch gleich eine komplette Season-Sammlung fertig, das werden wir sehen.
Das weiß ich jetzt noch nicht. Erstmal nochmal hier rein. Wir haben auf jeden Fall schon mal insgesamt 8 Einträge fertig, schätze ich mal, oder? Genau, 8 Season-Sammlungen, Einträge und zwar einmal hier das hier. Stimmt, das haben wir jetzt auch noch bekommen. Und dann kommt ja noch Baby Sturmfeld dazu. Dann haben wir hier einmal das fertig. Wunderbar. Dann hier haben wir auch nochmal 3 Sachen fertig. Und zwar diese 3 Dekorationen hier unten. Sehr schön, nehmen wir auch mit. Und dann hier auch nochmal 3. Und haben damit sogar doch schon ein Set fertig. Bestes Festset ist fertig. Kriegt damit nochmal 200 Runen hier oben drauf. Und sogar gleich noch ein seltenes Paket. Let's go, Leute. Wir kriegen heute mal wieder nach langer, langer Zeit ein seltenes Paket, welches wir jetzt hier einmal mitnehmen können. Und wir kriegen sogar einen Premium-Drachen. Let's go. 750 Runen. Damit sind wir bei 11.250 ungefähr. Ein bisschen Eisen, noch ein bisschen Eisen. Nochmal hier einmal die also die Kette. Und dann haben wir einfach noch einen Sturmbringer. Wie crazy ist das bitte? Wir haben hier unseren nächsten Sturmbringer, was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil ist, weil damit können wir den Kollegen auch noch hochziehen. Das Gute ist, er ist relativ einfach hochzuziehen und vor allem sammelt er übel gut Fisch, was sehr, sehr schön ist. Das können wir jetzt zerstören, damit wir unsere Season-Währung wieder kriegen, damit wir da auf jeden Fall keine Verluste haben. Ansonsten hätten wir nämlich jetzt schon 1200, 1400, insgesamt 1600 Season-Währungen losgeworden. Da ist das auf jeden Fall richtig gut. Ja, wo kann der Kollege hin? Jetzt ist nämlich hier nicht mehr allzu viel Platz. Wir könnten die alle Sammelstatue umrücken, das fände ich nicht ganz so cool. Ja, wie ist denn das hier? Wenn ich den hier rüberrücke, habe ich hier noch Platz für einen zweiten, genau. Das würde sogar passen, aber ich kann auch erstmal kurz die hier alle in den Schatzhort bewegen, den ich jetzt ausbauen muss und kommt... Oh Gott, ist das teuer. Nee, das machen wir nicht. Kann ich hier noch irgendwas verkaufen? Ja, hier kann ich noch zerstören, aber selbst davon müsste ich insgesamt mehrere Dinger hier zerstören, das ist das bisschen... Na gut, das ist aber steht heute gar nicht im Fokus. Okay, dann wird ein andermal umgestellt, dann jetzt erstmal nicht. Wir haben hier ganz guten Fortschritt. Genau, das passt soweit. Dann können wir jetzt einmal hier reingehen. Haben hier nämlich jetzt nochmal ein paar Markenpakete, die wir einsammeln können. So, ich gehe mal ein bisschen irgendwo näher ran, damit das nicht ganz so extrem laggt teilweise. Hier, alles Sammelstatus sieht immer schön aus. Nehmen wir das hier mit, let's go. Und haben wir Knochenräuber, Sturmschneid, Riesen und einen Albtraum. Wunderbar. Und Champion 3 Verstachel. Dann haben wir hier nochmal noch ein Elite-Paket. Aber auch nichts extrem Besonderes drin. Das können wir einsammeln, das können wir einsammeln. Hier haben wir einmal eine Statue. Die kann natürlich hier hin. Damit kriegen wir vielleicht sogar auch noch eine... Ah ne, die haben ja schon dazu gezählt, genau. Wunderbar, kommen die hier hin. So, dann haben wir hier noch einmal das hier. Dadurch kriegen wir auf jeden Fall nochmal ordentlich Season-Währung oben drauf. Let's go. Sehr schön. Sind wir jetzt wahrscheinlich schon über 6000. Baby Sturmfeld chillt da auch noch. Können wir auf jeden Fall auch sofort noch einsammeln. Erstmal nehmen wir hier nochmal das Paket mit. Kriegen nochmal ein bisschen Bernstein. Dann haben wir jetzt noch ein Gratis-Paket. Da kriegen wir auf jeden Fall nochmal 9 Udinsmarken. Könnten damit halt sogar ein Goldpaket öffnen. Aber wir haben halt schon extrem gute Sachen dabei. Ich meine, wir haben jetzt schon ein seltenes Paket geöffnet. Haben da sogar Sturmbringer rausgekriegt. Ne? Also der einzige Drache oder das einzige Huhn, was vielleicht noch besser gewesen wäre, wäre Bitterboll gewesen. So heißt er, ich glaube. Aber ansonsten sind das ja super Belohnungen, die wir hier bekommen. Da kannst du ja echt nicht meckern. Genau, dann nehmen wir das hier jetzt nochmal mit und kriegen hier auch nochmal ein bisschen Fisch, Holz und wieder ein paar Runen. Wunderbar. Sehr, sehr schön. So, und dann hier noch Baby Sturmpfeil einmal. Öffnen wir das Ei und da ist der kleine Fratz auch schon. Jetzt ist die Frage, wo habe ich denn die anderen Babys alle stehen? Ich habe wahrscheinlich keinen Platz mehr bei denen, ne? Hier... Genau, eigentlich gehörst du halt mit hier vor. Das heißt, Zapperklauber oder wie er heißt, muss da erstmal weg. Kann ich dich kurz hier zwischenlagern? Nee, kriege ich nicht. Passt nirgendwo hin. Dann einmal hier zwischengelagert. So, und zwar... Du kommst jetzt einmal weg. Die anderen Babys passen dort ja ganz gut hin. Da muss ich aber bestimmt auch nochmal demnächst umsortieren. Wenn das jetzt so viele werden. Die kriegt man halt leider auf keine Insel. Wäre schön, wenn man dann nochmal die erweitern könnte, die Drachenreiterinseln. Können wir einmal füttern. Let's go. Und da ist das Baby auch schon gleich auf Level 3. Kann einmal ins Training. Und wie sieht es bei euch aus? Ihr seid alle relativ weit oben. Du kannst noch eins höher. Damit haben wir sogar gleich noch eine wöchentliche Aufgabe fertig. Oder nicht? Hä? War nicht irgendwo hier die Aufgabe trainiere Drachen um blablabla Level? Oder hatten wir die vorhin schon fertig? Ach, da bin ich schon fertig. Okay. Genau, haben jetzt hier nochmal was fertig. Kriegen nochmal 50 Runen obendrauf. Auch sehr, sehr angenehm.
haben jetzt 6500 Season-Währung, können damit heute auf jeden Fall noch ein Season-Geschenkpaket öffnen. Schauen wir mal, ob wir hier jetzt gleich schon einen der drei vorderen Belohnungen, oder eine, also entweder einen Drachen oder halt das Kostüm. Schauen wir mal. Wir kriegen ein bisschen Holz, Fisch und ein paar Runen. Okay, nicht extrem, aber ist ganz in Ordnung. Über 1500 Runen haben wir heute auf jeden Fall gemacht. Da kann man, denke ich mal, nicht meckern. Was auf jeden Fall richtig, richtig geil ist, ist, dass wir jetzt halt nochmal einen weiteren Sturmbringer haben. Den müssen wir halt noch ein bisschen hochziehen. Ich weiß nicht, können wir den schon wieder rauspfeifen? Fast in wenigen Sekunden. Da können wir dich jetzt nämlich gleich nochmal rausholen. Da kannst du gleich nochmal ins Training. Und da kommst du auf jeden Fall richtig gut voran, was sehr schön ist. Let's go. Einmal das und guckt euch an, wie schön billig. Das ist so geil. Aber ne, jetzt schon Level 6, 55.000, halbe Stunde. Also crazy, wie viel der Kollege jetzt schon sammelt. Aber ich würde auch sagen, das wäre es an der Stelle schon wieder mit dem heutigen Video gewesen. Heute mal wieder über 20 Minuten. Aber gut, es gab ja auch viel zu sehen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.